Servus und herzlich willkommen. Mein Hals. Im neuen Jahr, einen guten Rutsch wünsche ich euch natürlich an. Oh mein Gott, mein Stuhl, der quietscht und knarrt. Schön. Im neuen Jahr natürlich, ja, wünsche ich euch herzlich willkommen. Ja, so ähnlich. Wie auch immer. Ich habe eine Nachricht bekommen. Nein, es ist eigentlich keine Nachricht. Ein Kollege hat es mir erzählt. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass der betrunken ist, als ich mir erzählt habe. Vielleicht war es auch ich selbst. Dass ich lauter Spiele anfange und sie nicht beende. Und das ist schade. Außer halt Cora vielleicht. Aber das wollen wir jetzt ändern. Im neuen Jahr. Vorsätze fürs neue Jahr. Und in diesem Sinne. In diesem Sinne begrüße ich euch zu einem Let's Play. Nee, Far Cry, weil Bloodbreak, ein neues. Ist gut, ja, genau. Die Sache ist die, dass ich natürlich Far Cry 4 Let's Playen wollte. Far Cry 4 Let's Playen wollte und das hat nicht funktioniert. Warum hat es nicht funktioniert? Meine Aufladezeit hat nicht ganz funktioniert, wie ich es wollte. Und jetzt will ich mir eine Elgato holen. Doch, will ich mir Elgato holen, aber das hat nicht ganz funktioniert. Jetzt muss ich warten, bis sie kommt. Und Far Cry 4 habe ich dann so weit gezockt, weil ich nicht warten konnte, bis die Elgato da ist. Deswegen spielen wir jetzt Far Cry 3 in Bloodbreak. Und ich verspreche dieses Spiel, wenn wir durchspielen. Ich verspreche es einfach. Total. Wenn ich schon gut gewartet, ich habe Gummibärchen hier. Sollte ich mir gleich mal den Cut machen. Und Kaber. Ein Moment. Ich bin gerade weg. Ja, keine Ahnung. Im Schlafzimmer damit ruhig das nicht drehen. So, jetzt habe ich schon wieder fast 3,5 Minuten geredet. Gelabert. Ich würde sagen, wir fangen einfach genau an. Mit der Kampagne. Ein neues Spiel. Ich habe Far Cry 3 habe ich mega gefeiert. Far Cry 4 habe ich jetzt vor kurzem erst durchgespielt. Auch richtig gut. Und Far Cry Blood Dragon ist ja dieses Spin-off von Far Cry 3, aber auch irgendwie ein eigenes Spiel. Und deswegen wollte ich schon immer spielen. Und jetzt gerade bei Steam ist es gerade im Angebot. Da dachte ich greife halt zu, wa? Let's go. Auf Mittel. Mittel. Auf Mittel. Auf Mittel schieben wir du. Wir spielen alles auf Mittel. Warum? Denn a house in the middle of a street. A house. Das All. Die Erde. In unmittelbarer Zukunft, am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Planet wird von einem Atomkrieg heimgesucht. Ja, verdammt, habe ich da was gedrückt. Zurück zum Spiel. Entschuldigung. Aus der radioaktiven Asche Nordamerikas erhebt sich eine neue Art von Soldat. Pulse bei 4 und steigend. Jetzt 4.6. Es funktioniert. Beta-Induktion. Halten Sie ihn unter 0,5 Impulsen. Glied-Aktuator online. Aha. Cyberherz schlägt mit 130%. Er ist sehr stark. Laden Sie das Programm. Zurück, Sergeant Rex Power Cold. Sie sind jetzt ein Mark IV. Halb Mensch, halb Maschine. Zusammen Cyber Command.
Cyber Commander Rex Powers oder so. Ich mag ja dieses überspitzte Zitat over the top Zeug. Wach auf, Schweinebacke! Die Zentrale meint, deine Übertragung wäre lahm. Die müssen dich neu kalibrieren. Mich? Ich bin so gut wie perfekt, Bruder. Alle Männer wollen wie ich sein. Und du stehst auf Männer. Ja, verstanden. Wir nähern uns dem Ziel. Befehle von Briar Patch kommen rein. Missionsparameter. In Feindbunker eindringen und gegnerische Missionsdaten downloaden. Einsatz tödlicher Waffen bewilligt. Gegner ist Gefahrenstufe schwarz. Wiederhole, Gefahrenstufe schwarz. Genfer Konvention aufgehoben. Lieutenant, gegen wen verdammt treten wir da an? Keine Ahnung, Sergeant. Aber Stufe schwarz? Da kommen da wenige Trupps in Frage. Und zwar nur die besten Spider. Alarm, Alarm. Leider Skynet entdeckt. Kilodrohne 7-3 nicht länger auf Tarnvektor. Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Heißt das, was ich denke, dass es heißt? Ha! Genau wie damals in Mittelamerika. Ich gehe mich mal amüsieren. Und damit kann man spielen. Koordinaten. Ich habe meine Befehle. Ich suche den Bunkereingang. Und ich sorge für Ablenkung. Zeigen wir denen, wie Cyber-Commandos das machen. Mark Full-Style, Schnullerbacke! Stärken so dabei haben. Damit willkommen bei Far Cry Blood Dragon. Ich merke das irgendwie, ich stehe drauf. Ich stehe echt drauf. Total over the top. Hey, Hans! Sicherheitsüberbrückung! Aktiviere Tutorial-Programme für Sergeant Rex Power Cold. Verstanden. Lade Grundausbildungsprogramm 101 aus. Militärnavigation für Dummies. Automatisches Waffenholstern für leises Vorgehen. Ah, du blödes Arschloch. Viel Spaß! Drück A, um zu weisen, dass du lesen kannst. Ich kann lesen. Ah, verfickt nochmal! Wenn Sie springen wollen, springen Sie. Drück A, um dich Richtung Z-Achse zu bewegen, ohne den Boden zu berühren. Spider, ich hasse dich. Gehen Sie in die Hocke. Gehen Sie B, um in die Hocke zu gehen. Lass mich Leute drücken, verdammt! Sehen Sie sich um, sich umzusehen. Umsehen. Das ist nicht cool. Durch Bewegen können Sie sich in zahlreiche Richtungen fortbewegen. Nein. Warum? Rennen ist wie Gehen. Nur schneller. DLS. Fuck. Stören diese Tutorials Ihre Zerstörungswut? Ja, ein bisschen. Alter, ich bin... Alter, wie hoch kann ich springen? Oh, ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Von Far Cry 4. Machen Sie einen Messer-Takedown, indem Sie sich anschleichen. Takedown kenne ich. Und bam! Blaues Blut. Markieren Sie Gegner zur leichteren Verfolgung. Zoom mit Hilfe der Währung.
Da. Was stehen wir bestehen, nicht sein Herz nehmen? Lenken Sie arglose Gegner mit Ihrem D20 ab. Nerd. Nerd. Sechsseitige Würfel gibt es zu 5000 Jahren. Wirf deinen Wurf, um den Gegner abzustellen. Ich hab einen Wurf. Ist das dein Ernst? Cyberterroristen. Spider, die sind von der Omega Force. Gefällt mir ganz und gar nicht. Ich pass auf dich auf, Junge. Aber du hast Herz, Bruder. Was Schlagkräftigeres. Nach einem Messer-Takedown können Sie mehrere Gegner per Ketten-Takedown ausschalten. Ah, das. Okay. Ja, ich bin absolut der Ultra-Killer. Geben und nehmen. Jetzt muss ich denen noch alle den Herzen wegnehmen. Hauptschmerz. Ich bin ein echter Herzensbrecher. Gott, der Spruch war schlecht. Klettern Sie nach oben. Mal ehrlich jetzt. Lade weitere Trainingstipps aus. Das ABC des Krieges. Die Entdeckungsanzeige erscheint, wenn der Gegner sich sehen kann. Sie fühlt sich, wenn der Gegner sagt, kann sie blinkt, wenn sie. Ja, das ist wie bei Fachwelt. Abzusehen, Zielrichtung, ja, kenne ich alles. Die Tutorials werden präsentiert von Kobayashi Cyborg. Wir schmieren für eine bessere Zukunft. Alles klar, Kobayashi. Benutze die Umgebung, um Objekte und Dinge zu gehen. Ja, ich hab's kapiert. RBs, Granaten, ja. Laufe beleichten und automatische Munition und Spieler. Jetzt musst du so eine Süßigkeit. Keine Lust auf Tutorials, dann kaufe ein Upgrade auf Kobayashi Tutorial Premium. Wir spielen das Spiel für dich. Alter! Waffenrad, ja. Verletzung, Nanomets. Bitte. Ich hasse Tutorials. Ja, wer nicht? Das hier ist besonders schlecht. So, jetzt. Schlagkräftiges. Nach einem Messer-Takedown können Sie ein Shuriken auf einen nahen Gegner werfen. Ein Shuriken? RT, also. Okay. School's out for summer. Ups, das habe ich vergessen zu machen. School's out forever. Empfehlung. Deaktivieren Sie den Alarm, damit keine Verstärkung kommt. Alter Schätzchen. Was muss denn hier in Ihre Herzen ausreißen? Ist die Anzeige voll, kann der Feind Sie sehen. Warte, ich habe fast gesehen. Gesehen. Ken. Luft an die Arme. Oh nein. Weichenrohrsenkung. Komm rein. Bin ich heute hier. Benutzen Sie die Waffenrad-Subroutine, um auf andere Waffen zuzugreifen. So schlecht.
geht der Schuld der Steuerung, Alter. Ich wurde mal wieder, wie bei allen Let's Plays, kalt eingestellt. Da, noch der Takedown. Ah, Granate. Noch mehr? Wollt ihr noch mehr Kopfschuss? Um sein Herz. Nur noch sein Herz. Immer mehr Gegner. Warte. Super, in der ersten Mission gleich. Nein, das ist echt. Der Scharfschütze hinten nervt mich brutalst. Oh, ich hatte auch einen Scharfschütze, ja, oder? Ist das Scharfschütze? Ich glaube, das ist ein Scharfschütze. Ach, die Steuerung ist so kacke, Mann! Langsame Steuerung! Keine Nanomats übrig. Und Daddy braucht seine Medizin. Bam! Geht doch. Da sind noch mehr. Da sind noch mehr. Das zerreißt einem das Herz, was? Oh, hör mit den schlechten Sprüchen, Mann. Ekelhaft. Ich liebe das. Hat er so den Kopf weggesprengt? Krass. Wo ist der hoch, oder? Ist das wahr? Das ist wahr. Briar Patch, warum sagen Sie nicht, dass es Omega Force ist? Das war mal Omega Force. Doch Sloan ist übergelaufen und wir müssen wissen, warum. Dringen Sie in den Bunker ein und besorgen Sie die Daten vom Hauptrechner. Rex, es ist Sloan. Colonel ich habe auch unter ihm gedient, Spider. Niemals ist er übergelaufen. Der nicht. Bist du bereit, ihm eine Kugel zu verpassen? Lass uns erstmal zum Hauptrechner und herausfinden, was hier abgeht. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu bei Far Cry Blood Dragon. Die Cyberkriminellen müssen besiegt werden. In diesem Sinne, haut raus, ciao.